Wir sind hier am Standort Hera, Untertage. Ja, das ist der Caterpillar 992K. Mit der Maschine arbeite ich jetzt genau ein Jahr zusammen. Von den Maßen her haben wir eine Höhe von 5 Metern, eine Gesamtlänge von 17 Metern und eine Breite von 4 Metern. Das ist der größte untertägige Lader Europas. Wenn ich die Maschine in einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, gigantisch. Eine Fördermenge beträgt 1300 Tonnen in der Stunde. Dieselinhalt haben wir knapp 1000 Liter. Damit es nicht so lang dauert, betanken wir die ähnlich wie in der Formel 1 mit einer Schnellbetankungsanlage in 6 Minuten. Bedienstand befindet sich in einer Höhe von knapp 4,30 Meter. Naja, man fährt halt ein zweistöckiges Haus so ungefähr. Die Anwendemöglichkeiten, man hat halt wirklich dann, wenn man die Ausfahrten rein rausfährt, dann wirklich nur einen Meter maximal, anderthalb Spielraum, sonst nimmt man den Stoß mit, beziehungsweise fährt das Tor raus. Anfangs war es natürlich ungewohnt, so einen großen zu fahren. Mittlerweile, wenn man sich eingewöhnt hat, ist es dann mehr wie ein Kleinwagen. Bedient wird die Maschine über zwei Joysticks im Fahrerstand. Einer fürs Hubgerüst und der andere für das Fahrzeug selber links, rechts. Die Annehmlichkeiten, die er unter anderem bietet, sind zum Beispiel die Rückfahrkamera, die Klimaanlage, die Schutzbelüftung im Fahrerhaus. Und zur Sicherheit tragen die Scheiben aus Panzerglas bei. Am meisten beeindruckt mich die Leistung mit 860 PS und der Schaufelinhalt von 31 Tonnen. Einen speziellen Führerschein brauche ich nicht für die Maschine. Die Kollegen, die haben mich eingewiesen. Nach jedem Wochenende gibt es einen kleinen Check. Alle 500 Stunden machen wir die große Wartung. Und zusätzlich kommen die Degra noch und checken durch. Die meiste Freude an meinem Beruf macht mir der Zusammenhalt der Kollegen, das Arbeiten unter Tage und das Fahren mit dem Großen.